Eine neue Arbeitswoche gilt es zu bewältigen, aber zum Glück ist der erste Tag schon abgehakt. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir haben Montagabend am 17. Juni. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf! Selten war so viel los wie an diesem Wochenende und es war fast ein Ding der Unmöglichkeit, alles mitzunehmen. So war die Kruschne-Horske Liga im Feuerwehrsport zu Gast in Groß-Olbersdorf. Es gab Sport in Gelenau und auch die Crash-Cars waren in Seifen wieder unterwegs. Das alles und noch viel mehr bekommen Sie im Lauf dieser Woche hier bei mir serviert. Heute soll es aber als allererstes um das traditionelle Kurparkfest in Warmbad gehen. Das Kurparkfest im Heilbad Warmbad war am vergangenen Wochenende wieder ein Besuchermagnet. Unser Blick heute geht auf den gestrigen Sonntag. Da war auf der Bühne am Kurparksee jede Menge Programm zu erleben. Musik, Spaß und gute Laune verbreiteten die einzelnen Gruppen und Künstler. Der Hamid-Leid überzeugten auf volkstümliche Art und Weise. Während im Kurparkgelände die Selbermacher ihr Angebot zeigten, konnte man sich hier und da auch selbst betätigen. Thomas Reichel von Enjoy sorgte für Bewegung in den Umbaupausen. Mit Moos, da könnten wir uns drauflegen und träumen. Ach, da lief nach der Wald. Ach, der Wald. Der Wald muss in seinem Inneren ein wunderbarer Ort sein. Ja, natürlich ein wunderbarer Ort. Ein schöner Ort, aber er ist auch gefährlich. Gefährlich? Es gibt tief im Wald auch Stellen, da sieht man die Hand vor Augen nicht. Da ist es stockfinster. Und dort verbergen sich merkwürdige Gestalten, finstere Gesellen. Ja, manche von ihnen haben nicht mal einen Ausweis. Das Theater Variabel zeigt im Anschluss ein Puppentheaterstück, bevor die Notendealer aus Freiberg a cappella das Publikum unterhielten. Hi, schön, dass ihr da seid. Wir sind die Notendealer. Lars, Felix, Tim, Paul. Und wir sind eine Rock-Pop-Kabarett-Band und sind heute zum wiederholten Male hier in Warmbad. Die Stimmung ist mega, das Wetter ist klasse, die Leute sind gut drauf. Und wir freuen uns unglaublich auf einen totalen schönen Abend hier im wunderschönen Warmbad. Also passt auf euch auf, notendealer.de, und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich bei einem unserer Konzerte bald. Da es aber noch mehr und vor allem Neues in Warmbad gibt, werden wir diese Woche noch einmal vom Kurparkfest berichten. Mehr dazu noch in dieser Woche und ab kommenden Samstag im Wochenrückblick. Eigentlich nur einen Katzensprung von Warmbad entfernt liegt Groß-Olbersdorf. Und der Ort hatte am vergangenen Wochenende selbst ein Großaufgebot an Unterhaltung, Spiel, Sport und Spannung an die Startlinie gebracht. Ein Teil davon war das Familienfest.
Ein Gottesdienst beginnt auch in Groß-Olbersdorf üblicherweise mit dem Glockengeläut. Am vergangenen Sonntag zunächst auch, aber im Anschluss heulen die Motoren der vielen Motorräder auf, welche ihre Fahrer zum Motorradfahrergottesdienst im Rahmen des diesjährigen Dorffestes mitgebracht hatten. Das ist einer der Unterschiede zu liturgischen Gottesdiensten, wie wir von Roberto Jahn erfahren haben. Naja, hier ist das Besondere, dass es oft eingebunden ist ins übliche Dorffest. Und ansonsten, Biker-Gottesdienst ist natürlich ein bisschen anders wie der Gottesdienst sonntags ganz normal in der Kirche. Wir haben in aller Regel eher moderne Musik, Bands, Liedermacher. Wir haben besondere Rituale, wie zum Beispiel dann die Eröffnung des Gottesdienstes mit dem Einläuten der Motoren. Ja, und an sich ist dieser ganze Gottesdienst ein ganzes Stück freier. Es gibt keine Liturgie in dem Sinne. Es ist ein Gottesdienst für Leute, die sonst vielleicht nicht so häufig in die Kirche gehen und sich trotzdem hier wohlfühlen sollen. Rise among us, let the praises of the King. Rise among us, let it rise. And let the songs of the Lord rise among us. Let the songs of the Lord rise among us. Let the joy of the King rise among us. Let it rise. Let it rise. Die ohne Bike angereist waren, nahmen natürlich ebenfalls teil. Motorradfahrer beim Gottesdienst andere Christen als die, die in der Kirche gehen? Die Frage ist, ob es überhaupt Christen sind. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, der man sicherlich nicht wirklich wissenschaftlich vertrauen kann, aber wir haben einfach mal gefragt bei den Leuten und haben festgestellt, dass 50% der Leute, die an unseren Motorradfahrergottesdiensten teilnehmen, sonst gar nicht zum Gottesdienst gehen. 25%, alles Pi mal Daumen, sind Leute, die regelmäßig zum Gottesdienst gehen, aber regelmäßig heißt zu Weihnachten, zu Ostern und vielleicht noch zu Pfingsten. Und 25% der Leute haben eine feste Beziehung zu ihrer Kirchgemeinde und sind, sagen wir mal, in dem Sinne regelmäßige Gottesdienstbesucher. Und ansonsten, glaube ich, sind es ganz normale Leute, die wir versuchen anzusprechen durch unser Programm. Und dadurch, dass es eben lockerer zugeht, sodass man also keine Scheu haben muss, sozusagen als jemand, der sich im Gottesdienst nicht auskennt, hier einfach dabei zu sein. Der Teichplatz in der Nähe des Rathauses war damit gut gefüllt. Doch am Sonntag des Festwochenendes war noch mehr los. Auf dem Festgelände am Turnierplatz des Reit- und Fahrvereins gab es den Gaudi-Wettkampf. Bei dem wurden Hufeisen und Gummistiefel geworfen. Gebastelt und Tore geschossen, aber auch ein etwas größerer Ball auf noch viel größere Kegel gerollt. Mal ganz kurz fahren, es sieht leichter aus als es ist, oder? Ja. Was ist denn das Schwierige hier dabei? Na, das zu treffen. Die Kugel schwer dabei? Nee, aber bei Urrund. Eine Disziplin, die eigentlich für das Training von Pferden entwickelt wurde, aber auch hier seine Interessenten gefunden hatte. Wir kamen auf diese Idee, weil wir gern unseren Reitverein vorstellen wollten und uns mit einbringen wollten in das Dorffest. Nun ist es ja so, dass wir ja schlecht ein Pferd zur Verfügung stellen können oder irgendwas vorreiten. Und wir haben bei uns im August immer die Karl-Stülpner-Rundfahrt, die dieses Jahr das 11. Mal stattfindet. Und dort haben wir auf einer Strecke von ca. 25 Kilometern immer einzelne Stationen aufgebaut, um einfach das Ganze aufzulockern. Der Wanderpokal ging nach einem Jahr Pause wieder an die Familie Vogler aus Hohndorf. Zu gewinnen gab es aber noch mehr. März im Dorffest in Groß-Olbersdorf gibt es noch im Laufe der Woche in MEF Mekional und ab Sonnabend im MEF Wochenrückblick. Also wie gesagt, mehr vom bunten Treiben in Groß-Olbersdorf gibt es dann morgen hier an dieser Stelle und ab kommenden Samstag im Wochenrückblick. Nun, liebe Zuschauer, schauen wir aber in unseren Service-Blog mit weiteren Informationen, den Polizeiberichten und natürlich dem Regionalwetter. Musik.
Talsperre Seidenbach, Mauerkrone gesperrt. Der Wanderweg über die Mauerkrone der Talsperre Seidenbach bleibt ab Montag, also heute 17. Juni, aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober dieses Jahres an. Erst danach kann der Weg wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Die veränderte Wegstreckenführung ist an den Wanderwegen ausgeschildert. Gebaut wird ein Bedien- und Wartungspodest als Stahlkonstruktion, das in der Mauerkrone verankert wird. Von dort aus können künftig die variable Wasserentnahme und die Verschlussarmaturen der Trinkwassertalsperre bedient und gewartet werden. Außerdem werden die nötige Mess- und Steuerungstechnik installiert. Dafür investiert der Freistaat Sachsen rund 300.000 Euro. Übrigens, die Talsperre Seidenbach wurde zwischen 1929 und 1933 gebaut und liefert Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung. Zur Talsperre gehört eine Vorsperre und 10 Vorbecken. Gemeinsam mit den Talsperren Neunzenhain 1 und 2 und Einsiedel bildet sie das Talsperrenverbundsystem Mittleres Erzgebirge. Mit ihren rund 22 Millionen Kubikmeter Inhalt ist sie die größte Talsperre des Verbundsystems. Sie hat zudem eine Bedeutung für den Hochwasserschutz im Flussgebiet der Flöhr. Ja, das nur noch als Wissenswertes hintendran. Wolkenstein, Ortsteil Hilmersdorf. Verkehrsunfall erhitzt die Gemüter. Auf der B174 überholte am 14.06.2019 gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung Marienberg ein 63-jähriger Audi-Fahrer einen LKW. Beim Einscheren bemerkte er den PKW-VW eines 30-Jährigen, welcher kurz zuvor von der Hoflindenstraße auf die B174 ebenfalls in Richtung Marienberg aufgefahren war. Zu spät und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzt 7.500 Euro. Zwischen beiden Fahrzeugführern kam es im Anschluss des Unfalls zum Streit, in dessen Folge der 63-Jährige den VW-Fahrer beleidigte, tätlich angriff und leicht verletzte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Hochtale ist derzeit verantwortlich, dass es so ist, wie es ist. Sommerlich heiß und schweißtreibende Temperaturen. Auch in den Abend- und Nachtstunden bleibt es richtig warm. Außer in den Höhenlagen, dort kühlt es sich etwas ab und sorgt für ein relativ angenehmes Schlafklima. Der Himmel über unserem Sendegebiet ist wolkenlos und klar, sodass man wieder die Sterne und den Vollmond wunderbar ansehen kann. Regen ist natürlich ausgeschlossen. Ja, nur noch zu den Nachttemperaturen, liebe Zuschauer. In der Stadt der Sieben Täler, also in Olbernhau, gibt es zwischen 13 und 15 Grad. In Marienberg wird es mit 12 bis 14 Grad nicht ganz so warm, dafür aber in Zschopau. In der MZ-Stadt klettert das Quecksilber auf 13 bis 16 Grad. Der Wind hält Nachtruhe, er weht nur schwach mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Morgen am Dienstag geht es heiter weiter. Von früh ab dominiert die Sonne das Wettergeschehen von einem wolkenlosen Himmel. Eincremen sollte wieder zum Pflichtprogramm gehören. Die UV-Intensität ist wieder sehr hoch. Erst in den Nachmittagsstunden quellen einige Wolken auf, die aber arglos sind. Eine Niederschlagsgefahr geht von denen nicht aus. Leicht bewölkt und trocken geht es dann auch in die Nacht hinein. In Summe rechnet die Sonne am Ende des Tages bis zu 16 Sonnenstunden ab. Und das schraubt die Temperaturen weiter in den 20er-Bereich hinein. In Neuhausen am Freibad zeigen die Thermometer zwischen 18 und 24 Grad Lufttemperatur. In gebirgige Luppland am Rätsteich gibt es zwischen 17 und 22 Grad Lufttemperatur. Und in Hohndorf klettert das Quecksilber auf 19 bis 25 Grad. Der Wind bleibt weiter ein ruhiger Geselle, denn er weht nur schwach mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Und so geht's die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick, wie es weitergeht. Am Mittwoch gibt es den wärmsten Tag der Woche. Der Himmel ist leicht bewölkt und die Sonne hat wieder mal die größte Mitsprache beim Wettergeschehen. Ja, und das ganz ohne Regen. Bei 19 bis maximal 28 Grad weht der Wind leicht aus Süden.
Der Donnerstag macht dann seinem Namen alle Ehre und bringt einen kleinen Tiefausläufer mit. Im Tagesverlauf ist mit Gewittern, Regen, teilweise auch Hagel und anschließendem Nebel zu rechnen. Zwischen 18 und 21 Grad zeigen die Thermometer und der Wind dreht auf Westen und weht von dort schwach. Wie das dann so weitergeht, tja, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's erstmal hier vom Regionalwetter. Das war's dann auch vom Montagsmegional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's doch im Internet unter www.mef-line.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.